ist der Lieferservice, Mann. Was? Kingston Kitchen. Ach ja, richtig. Augenblick. Erst Kinoflop, dann Kultfilm und wenn es nach Westwood geht, schließlich Kultspiel. In Blade Runner schlüpfen sie in die Rolle des Replikantenjägers Ray McCoy, der im Los Angeles der Zukunft arbeitet. Schöne Grafik und viele Zwischensequenzen sollen das Adventure-Genre revolutionieren. Die Entwickler haben auf maximale Filmnähe geachtet. Jedes kleine Detail wurde in Computergrafik umgesetzt, bis hin zum Schmuddelfahrstuhl in McCoys Wohnhaus. 88. Danke. Ein weiteres Beispiel ist die Esper-Maschine aus dem Film. Mit dieser können sie Bildausschnitte aus Fotos herausvergrößern. Da sie Hologramme untersuchen, schaut die Kamera gelegentlich um die Ecke. Hallo Lucy, mach mir davon einen Ausdruck. Dieses praktische Gerät finden sie im Polizeihauptquartier. Außerdem gibt es dort Trainingsräume, wo sie die Treffsicherheit mit ihrer Waffe üben können. Bei dieser Verfolgungsjagd sehen Sie die gelungenen Kameraschwenks in der aktiven Grafik. Das Besondere an Blade Runner ist neben der pompösen Aufmachung die nichtlineare Handlung. Wenn Sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich reagieren, ändert das den Spielverlauf. Einmal erledigen wir hier den Koch und einmal lassen wir ihn laufen. Die Auswirkungen zeigen sich später im Spiel. Mit der Ruhe. Niemand wird aus dem Verkehr gezogen, okay? Leider haben Sie das Spiel in kürzester Zeit durchgespielt. Wegen der berauschenden Grafik und der packenden Atmosphäre kommen sie aber trotzdem auf ihre Kosten. Vor allem für Adventure-Einsteiger und Science-Fiction-Liebhaber ist Blade Runner ein heißer Tipp.